Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Welt. Wenn die russischen Invasoren ihre Pläne auch nur teilweise verwirklichen können, dann haben sie genug Artillerie und Flugzeuge, um den gesamten Donbass in Steine zu verwandeln. Das sagt der ukrainische Präsident Zelensky. Nach wie vor sind es vor allem die USA, die die Regierung in Kiew unterstützen. Mit einem Milliardenpaket, mit Waffen und Munition. Und jetzt geht Washington noch einen Schritt weiter. Das US-Militär bildet auch ukrainische Truppen aus, unter anderem auf Militärstützpunkten in Deutschland. Christoph Hipp mit Einzelheiten. Und zum Schluss möchte ich noch Danke sagen, denn das war nach 6 Jahren, zumindest hier bei Welt, meine letzte Sendung. Ich möchte mich bei meinem fantastischen Team bedanken, vor und hinter der Kamera und selbstverständlich auch bei Ihnen. Danke fürs Zuschauen und für Ihre Treue. Wir sehen uns wieder an anderer Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Guten Tag und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn die russischen Invasoren ihre Pläne auch nur teilweise verwirklichen können, dann haben sie genug Artillerie und Flugzeuge, um den gesamten Donbass in Steine zu verwandeln. Das sagt der ukrainische Präsident Zelensky. Nach wie vor sind es vor allem die USA, die die Regierung in Kiew unterstützen. Mit einem Milliardenpaket mit Waffen, Munition und jetzt geht Washington noch einen Schritt weiter. Das US-Militär bildet auch ukrainische Truppen aus, unter anderem auf Militärstützpunkten in Deutschland. Christoph Hipp mit Einzelheiten. Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns.